Guten Tag, Herr Noack. Sie sind Chefredakteur der kürzlich zum ersten Mal herausgegebenen Zeitschrift Multipolar, Zeitschrift für kritische Sicherheitsforschung. Was will diese Zeitschrift? Was soll diese Zeitschrift? Ja, die Zeitschrift Multipolar hat sich gegründet, nachdem nach 25 Jahren Existenz sich die Dresdner Studiengemeinschaft Sicherheitspolitik bedauerlicherweise aufgelöst hat. Und diese Dresdner Gruppe von ehemaligen Militärs, kritisch denkenden Militärs, die hatten auch ihre eigene Zeitschrift, und zwar die DSS Arbeitspapiere. Und wir fanden es schade, dass diese Tradition eigentlich verschwindet sozusagen, und wollten diese Tradition positiv aufnehmen, weiterentwickeln und vielleicht auch neue Leserschichten erreichen. Diese DSS-Arbeitspapiere hatten auch schon sich viel mit Fragen von Krieg und Frieden, Atomkrieg, Entspannung, gemeinsame Sicherheit, also Überwindung der Konfrontation durch dann vertrauensbildende Maßnahmen. Und an diesen Ansätzen wollen wir weitermachen, aber auch neu öffnen und mehr auf politökonomische oder sozioökonomische Zusammenhänge eingehen. Sie sind der Chefredakteur. Wer steht noch hinter dieser Zeitschrift? In welchem Verlag erscheint sie? Die Zeitschrift erscheint im Potsdamer Welttrends Verlag. Wir sind eine kleine Redaktion von zwei Leuten, die fest zusammenarbeiten, und zwei Leuten, die zuarbeiten. Wir suchen auch gerade noch weitere Redakteure. Wir haben noch einen wissenschaftlichen Beirat, der uns aktiv mithilft. Da sind auch viele der ehemaligen Dresdner Militärs mit dabei. Und so sind wir ein aktiver Kreis aus Verlag, kleiner Redaktion, wissenschaftlicher Beirat, die daran arbeiten. Sie haben verwiesen auf die Tradition der Dresdner Studiengemeinschaft zur Sicherheitspolitik. In dem Editorial ist auch beschrieben, dass ein anderer Ansatz verfolgt wird, als er sonst gerichtet ist auf Sicherheitspolitik, als ein anderer Ansatz als dem, unter dem Sicherheitspolitik sonst diskutiert wird. Wie würden Sie diesen anderen Ansatz beschreiben? Der klassische Ansatz, wie er auch in vielen Mainstream-Medien auch meist nur aufgegriffen wird, ist einfach nur das Militär als Faktor an sich zu begreifen und nicht als Teil einer Gesellschaft und auch in eine Gesellschaft hineinwirkend. Und die klassischen Militärthemen, Militärhefte, Militärwissenschaftler beschäftigen sich wenig mit sozialen Zusammenhängen, mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen, mit Handel, aber auch Fragen wie Privatisierung, Handelsliberalisierung, die natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen haben und deswegen auch auf Sicherheitssituationen in einzelnen Ländern, sowohl bei uns als auch in der arabisch-muslimischen Welt zum Beispiel. Nun gibt es für einen Beobachter von politischen Fragen internationaler politischer Entwicklung ja schon Zeitschriften wie die Blätter für deutsche internationale Politik. Sie haben selber die Welttrends erwähnt aus Potsdam. Es gibt die Zeitschrift Internationale Politik. Warum jetzt diese Extra-Zeitschrift, die auch diese Aspekte, die Sie nannten, mit aufgreift? Die Zeitschriften, die Sie jetzt alle erwähnt haben, auch Welttrends, was im gleichen Verlagshaus wie unsere Zeitschrift erscheint, die konzentrieren sich vor allem auf Außenpolitik, also auf Diplomatie, auf klassische Politikbeziehungen, internationale Beziehungen. Und wir haben dann doch schon einerseits durch den Dresdner Hintergrund, andererseits auch durch unsere Vorbildung. Also ich bin Militärwissenschaftler, mein Co-Redakteur ist ehemaliger Diplomat, der bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen mit teilgenommen hat. Wir wollen dann mehr diese Sicherheitspolitik-Dimension, diese militärische Dimension, aber aus einer kritischen Perspektive beleuchten. Und wir glauben, da gibt es zumindest aus dem Blickwinkel noch keine Zeitschrift, die da reinpasst. Nochmal zu dem konkreten Projekt, zu der Zeitschrift selber. Ja, wie oft soll sie erscheinen? Die Zeitschrift soll dreimal im Jahr erscheinen. Sie erscheint sowohl in Druckform als auch online. Man kann online das ganze Heft oder einzelne Artikel kaufen, je nachdem, was man favorisiert. Welche Autorin gibt es? Gibt es schon einen relativ festen Kreis von Autoren, die Sie kennen, die Sie sicher haben? Und welche Leserschaft wollen Sie ansprechen? Also in dem ersten Heft schreiben sowohl die beiden Redakteure, also Hubert und ich, aber auch Ottfried Nassauer. Zwischenfrage, Hubert Thielicke, Entschuldigung. Aber auch Ottfried Nassauer, eine Ikone der deutschen Friedensbewegung und kritischen Sicherheitswissenschaften. Dann haben wir auch Autoren aus dem Bereich der Dresdner Studiengemeinschaft Sicherheitspolitik, auf die wir auch in Zukunft weiter zurückkommen können und die auch in Zukunft viel bei uns schreiben werden. Wir wollen aber auch versuchen, aus dem internationalen Bereich viele Autoren zu finden. Also im ersten Heft haben wir jetzt Wladimir Jevseev aus Moskau dabei, und wir werden auch weiterhin internationale Ausschau halten, um mal Perspektiven auch in die deutsche Sicherheitspolitikdebatte zu bringen, die vielleicht hier nicht so oft gesehen oder gehört werden.
diese anderen Perspektiven, wollen Sie die nur durch Autoren einbringen, die einer gewissen, die dieser Perspektive verpflichtet sind? Oder wollen Sie auch, oder sind Sie auch offen für alternative Meinungen, die durchaus zu Diskussionen auch zu den Positionen der Autoren, der, ich sag mal, klassischen Autoren von Multipolar führen könnten? Wir haben auch schon in dem ersten Heft jetzt Beiträge, über die ich gerne mit den Autoren diskutieren würde. Also wir sind natürlich für Meinungsfreiheit und haben auch ein breites Spektrum an Artikeln. Und es gab auch schon Widerspruch aus dem wissenschaftlichen Beirat zu den Artikeln im ersten Heft. Also wir sind offen, wir sind plural und wir werden uns auch gerne andere Meinungen anhören, die jetzt nicht beispielsweise in den Dresden-Heften schon geschrieben haben oder in diese politische Ecke gestellt werden können. Also solche Autoren sollen auch aktiv eingeladen werden später. Ja, ja. Schwerpunkt, Themenschwerpunkt des ersten Heftes sind die eingefrorenen Konflikte. Warum? Lässt sich das kurz beschreiben, warum Sie sich dafür entschieden haben? Na, mit der Staatskrise in der Republik Moldau, die es in den vergangenen Jahren gab, aber auch mit jüngsten Eskalationen im Raum Bergkarabach, also zwischen Armenien und Aserbaidschan, sind die eingefrorenen Konflikte immer wieder auf der Tagesordnung, sind immer wieder hochaktuell und vor allem aus Sicherheitspolitik-Perspektive und auch aus Abrüstungsperspektive fanden wir das besonders interessant, da das Staaten betrifft, die existieren, aber nicht Teil der Vereinten Nationen, nicht Teil der normalen internationalen Beziehungen sind oder der internationalen Beziehungen, an denen die meisten Staaten teilnehmen, die aber trotzdem eigenes Militär haben, teilweise von anderen Militärs unterstützt werden. Das sind natürlich sicherheitspolitische Spannungsfelder, die können ja auch nicht internationalen Abrüstungsverträgen beitreten. Deswegen fanden wir das so einerseits aktuell, andererseits auch spannend, von dieser theoretischen Perspektive anzugehen und haben deswegen dieses Thema für das erste Heft aufgegriffen. Mir fällt bei dem Thema sofort ein Ukraine, die taucht im Heft aber gar nicht explizit auf. Gibt es einen Grund? Wir hatten auch nach Autoren gesucht, aber da keinen gefunden und dann war das Heft auch schon voll. Also prinzipiell kann man natürlich auch den Donbass einbringen, wobei das weiterhin so hochaktuell ist. Da wird es natürlich schwer sein, einen Punkt zu setzen und dann eine Entwicklung abschließend zu betrachten. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen, das wird in Zukunft nochmal neu aufgreifen werden. Also wir haben ja auch den Forum-Teil im Heft, in dem auch andere Themen jenseits von den Hauptthemen des Heftes aufgegriffen werden. Und da kann der Donbass natürlich noch eine Rolle spielen. Nun wurde fast zeitgleich mit dem ersten Heft von Multipolar eine neue Zeitschrift für strategische Analysen unter dem Titel Sirius vorgestellt. Herausgeber ist Professor Dr. Joachim Krause von der Stiftung Wissenschaft und Demokratie an der Kieler Universität und entsprechende ähnliche Wissenschaftler, wie zum Beispiel auch Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Ist das Zufall? Wussten Sie davon? Wie stellen Sie sich diesem Konkurrenzprojekt gegenüber auf? Nee, das war reiner Zufall. Gerade als wir unser erstes Heft raus hatten, kam dann die Meldung über dieses Heft. Darüber hatten wir auch vorher noch nie gehört. Das ist natürlich interessant, dass da dann wahrscheinlich eher aus Mainstream oder aus klassischer Sicherheitspolitikperspektive ein Blick auf die Welt, auch auf unser Land, aber auch auf die Welt gerichtet wird. Insofern, also es ist einerseits Zufall, andererseits kann man sich natürlich befruchten, indem wir Sachen dann aus kritischer, aus alternativer Perspektive betrachten, während die wahrscheinlich eher aus Mainstream-Perspektive Konflikte bearbeiten werden. Aber wir werden das mit Interesse lesen, was die rausbringen. Die hatten auch interessante Ideen, zum Beispiel aktuelle Studien zu rezensieren. Ja, manchmal ist man halt nicht der Erste oder nicht der Einzige, der auf einen Markt stößt. Natürlich ist es für eine Redaktion wie die unsere interessant, wenn der Chefredakteur einer Zeitschrift für Sicherheitsforschung da ist, ihn auch nach seiner Meinung zur aktuellen internationalen Situation zu fragen. Wenn sich das kurz einschätzen lässt, wie sehen Sie das? Ja, wir leben in turbulenten Zeiten. Also es ist gerade jetzt nötig, sich nochmal kritisch mit Sicherheitspolitik zu beschäftigen. Vor allem, wenn man sieht, wie die Spannungen in und um Syrien, aber auch um Nordkorea, aber auch in Afghanistan eskalieren. Die Wahl Donald Trumps war selbstverständlich überraschend. Seine Sicherheitspolitik ist, soweit man das von so weit weg abschätzen kann, noch nicht ausgemacht. Insofern, da ist noch alles möglich. Wir haben einerseits ist er auf dem Ticket gestartet, keine internationale Militärintervention. Jetzt hat er seine erste in Syrien gemacht. Sie war wieder völkerrechtswidrig, so wie viele US-amerikanische Militärinterventionen vorher. Die USA sind ökonomisch auf einem absteigenden Ast. Die EU perspektivisch auch. Die EU bricht auch auseinander. Brexit-Verhandlungen. Heute wurde angekündigt, dass in Großbritannien Neuwahlen sein werden. Da ist dann natürlich die Frage, ob die Schotten noch lange dabei sein werden oder ob die nicht auch noch gehen werden. Die Zeit, sind turbulent, sind durchwachsen.
Unsere Zeitschrift heißt nicht umsonst Multipolar, sondern wir sehen die Entwicklung zu einer multipolaren Welt. Es gibt aber die absteigenden Mächte, die das vielleicht mit Gewalt oder auch mit ihrer ökonomischen Nochvorherrschaft verhindern wollen. Aber wir wollen das kritisch begleiten und hoffen natürlich, dass vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Ost und West, aber auch in Asien, zwischen den verschiedenen Mächten etabliert werden können und damit es nicht weiter zu neuen Kriegen kommen wird. Der von mir vorhin erwähnte Kieler Professor Joachim Krause, der Herausgeber der Zeitschrift Sirius, sprach bei der Vorstellung der neuen Zeitschrift davon, dass ihn die Situation derzeit an das Ende des 19. Jahrhunderts erinnert. Damals haben ja verschiedene Persönlichkeiten vor der späteren Kriegsentwicklung gewarnt, Bismarck, Friedrich Engels. Andere haben das, was dann folgte, im frühen 20. Jahrhundert vorhergesagt, haben davor gewarnt vor der damaligen politischen Entwicklung. Wie sehen Sie das? Gibt es einen historischen Vergleich für das, was wir heute erleben? Immer wieder wird die steigende Kriegsgefahr erwähnt von Beobachtern. Also ich sehe den Vergleich zum 19. Jahrhundert jetzt nicht allzu sehr. Mein Vergleich wäre eher die frühen 30er Jahre, wobei halt dieser Faktor Faschismus als Form in großen westeuropäischen Staaten zum Glück weggefallen ist. Aber wir haben trotzdem eine Entwicklung zu bürgerlich-autoritären Staaten in Ungarn, in der Türkei, jetzt gerade wieder hochaktuell. Und natürlich gibt es immer wieder die Neigung von einigen Staaten dazu, Probleme durch Gewalt zu lösen. Da sind wir wahrscheinlich eher in einer Wiederbelebung der 1930er Jahre sozusagen, nur dass die Sowjetunion nicht mehr existiert. Aber die Kriegsgefahr ist groß. Im Falle von Trump, der ja zum Beispiel Sanktionen gegen China erlassen will, ist immer die Frage, wie will er das erreichen? Könnte das durch militärische Zwischenfälle in der Taiwanstraße in Korea passieren? Ähnlich so, wie dann Sanktionen gegen Russland erlassen wurden, nachdem die russische Armee sozusagen in die Ukraine-Falle getappt war. Insofern, also ich sehe eher die Parallelen zu den 30er Jahren. Natürlich ist nicht alles vergleichbar, aber von der Stimmung auch und von der Entwicklung, dass das Wirtschaftssystem, so wie es die Jahrzehnte zuvor mehr oder weniger geklappt hat oder funktioniert hat, dass das auseinanderbröselt und sich deswegen jetzt neue Konstellationen in den internationalen Beziehungen entwickeln. Eine letzte Frage. Die Rolle Russlands in dieser aktuellen internationalen Situation, wie schätzen Sie die ein? Wie wird sie auch in Multipolar eventuell wiederzufinden sein? Wir sehen natürlich die Rolle Russlands kritisch, genau wie von allen anderen Großmächten, vor allem von allen anderen atomaren bewaffneten Staaten auch. Aber wir versuchen auch immer, die Perspektive zu wahren, was sind die Beweggründe, was sind die ökonomischen, was sind die anderen Beweggründe, die zum Beispiel die russische Außenpolitik hat, also im Falle von Transnistrien oder dem Konflikt in der Republik Moldau, den wir auch behandeln. Im aktuellen Heft jetzt. Da geht es dann auch ganz klar um die ökonomischen Entwicklungen in den verschiedenen Landesteilen, also in Transnistrien mit Russland. Russland sowohl mit beiden Landesteilen, also sowohl Republik Moldau als auch Gagausien im Süden, einer am autonomen Gebiet, als auch Transnistrien. Wir versuchen das immer mit einzuflechten und natürlich auch bei weiteren Betrachtungen werden wir diese ökonomischen Faktoren und die Beweggründe versuchen zu analysieren und nicht einfach nur simpel zu verteufeln, wie es heutzutage weit verbreitet ist, sondern versuchen zu verstehen, um dann vielleicht mit vertrauensbildenden Maßnahmen oder dann mit neuen Ansätzen die internationale Politik hoffentlich auf einen friedlicheren Weg zu bringen.